Menschsein mit Algorithmen, heute mit Achim Killer, Journalist der ARD. Lieber Herr Killer, freut mich sehr, dass Sie heute da sind und zum Thema Menschsein mit Algorithmen heute das Interview mit mir machen. Vielleicht kennt der eine oder die andere Sie noch nicht, obwohl Sie natürlich im Radio sehr bekannt sind. Die Wissenschaftssendungen des Bayerischen Rundfunks und Deutschlandradio und auch von anderen ARD-Kanälen. Deswegen denke ich, dass viele Leute Sie tatsächlich schon kennen, aber vielleicht stellen Sie sich trotzdem noch mal kurz vor. Ja, also Achim Killer heiße ich. Ich habe vor allem beim Bayerischen Rundfunk eine kleine Sendung, also wo es im Wesentlichen um IT-Sicherheit geht. Bin ich deshalb auf das Thema gekommen, weil es so wunderbare Geschichten gibt. Es sind Krimis, wo man zwangsweise selber mitspielt. Und ja, und mittlerweile interessiert es die Leute brennend. Security und Datenschutz ist ein riesiges Thema. Wunderbar, da sind wir auch schon mitten im Thema, nämlich digitale Transformation. Was bedeutet denn digitale Transformation für Sie? Naja, also bei uns ist mittlerweile alles digitalisiert, also in sämtlichen Rundfunkanstalten. Worin besteht unsere Arbeit? Im Wesentlichen aus, also recherchieren nennt man das, das ist im Wesentlichen suchen. Archivieren, damit sind wir befasst. Und das geht eben vollständig digitalisiert mittlerweile und die Entwicklung wird weitergehen, dass da intelligente Suchalgorithmen beispielsweise reinkommen. Das ist sehr interessant, weil es auch ein Gebiet ist, mit dem ich mich selber nicht so stark befasse natürlich. Was würden Sie sagen, wie Sie selbst diese digitale Transformation mitgestalten? Naja, ich archiviere meine Rechercheunterlagen und ich kann mir da einiges vorstellen. Also ich habe mal ein Interview gehabt mit Gordon Bell, das ist der große alte Mann der Mehrprozessorsysteme, also Mehrprozessorsysteme, nicht Handys, sondern riesige, fast unbezahlbare Computer waren das damals. Und der hatte damals ein Projekt gehabt, das nannte sich My Life Bits. Ging es darum, dass alles, was er in seinem Leben, und der war damals auch schon relativ alt, alles, was er in seinem Leben gesehen, gelesen, gehört hat, das will er archiviert haben und jederzeit für ihn zugänglich. Das ist eine Geschichte, die ich mir hochinteressant vorstelle, weil im Prinzip arbeitet unser eins auch so, also man recherchiert, man schreibt Artikel und dann bewahrt man das Ganze auf und nach ein paar Jahren stellt sich das Problem wieder in einer anderen Form. Das ist das Wichtigste eigentlich, meines Erachtens, in unserem Geschäft. Jetzt sind wir beide schon auch vor 15 Jahren auf der Welt gewesen und ich finde es immer sehr spannend, so zurückzudenken, okay, was war vor 15 Jahren, wie hat der Alltag ausgesehen? 15 Jahre sind 2003 oder wenn ich 25 Jahre mache, sind wir 1993. Wenn Sie da mal zurückdenken, wenn Sie jetzt mal überlegen, einen Arbeitsalltag 1993 und einen Arbeitsalltag 2018, was ist weggefallen, was ist dazugekommen? Wann ist es schöner gewesen zu arbeiten? Also 1993, da wurde bei uns im Radio mit Bändern gearbeitet. Und wenn jemand gesagt hat, dann hat man dann das Band, in dem das drauf war und das man rausschneiden musste, also ganz langsam am Tonkopf vorbeigeführt und hat es dann so gehört und dann hat man einen Schnitt gemacht und der anderen Seite auch einen Schnitt gemacht. Das hat also ein ungeheures technisches Können verlangt. Also, man hat sich das nur über die Jahre aneignen können. Technikerinnen haben das sehr schnell drauf gehabt. Das war damals. Mittlerweile also beim Schneideprogramm, die kann man rausschneiden, ohne das Ganze zu hören. Ja. Und ist es besser jetzt? Also weil für mich
Hintergrund der Frage so ein bisschen, für mich ist es so, mit der Digitalisierung werden Prozesse effizienter und schneller. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich zum Beispiel solche Äs rausschneide, dass ich da auch nochmal drüber nachdenke, was jetzt so war oder sowas. Und wenn ich jetzt drauf drücke und dann vielleicht die künstliche Intelligenz die Äs rausschneidet, dann habe ich diese Wartezeit nicht mehr und vielleicht auch nicht mehr diese Muße. Ist es so? Also ist so ein bisschen was von der Romantik des Berufs verloren gegangen durch die Digitalisierung? Naja, es ist nicht sonderlich schön, es rauszuschneiden. Also es ist okay, wenn man das kann. Also bis man es kann, braucht seine Zeit und das ist dann in Ordnung. Wenn man es kann, ansonsten ist es nicht schön. Also manche Leute sagen sehr viele es und dann also ein Interview sauber zu kriegen, das ist also nochmal eine Heidenarbeit. Das ist nicht unbedingt, also auch eine anspruchsvolle Arbeit. Von daher ist es schon jetzt besser. Natürlich aber bedeutet das auch, also nochmal die Arbeit wird verdichtet. Ja, man muss dann also mehr Beiträge abliefern, es geht alles viel schneller. Das ist problematisch. Also nicht, dass die Digitalisierung ist das Problem, die Transformation ist das Problem, sondern wie sie umgesetzt wird. Ja. Und Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, die Hörergewohnheiten, haben die sich geändert? Da denke ich jetzt dran, dass die Leute sagen, okay, es ist immer so von Werbeblock zu Werbeblock, also alles kürzer, auch wieder verdichtet. Würden Sie das sagen, dass das was ist, was Sie wahrnehmen in den letzten 15 Jahren? Klar, es ist schneller getaktet alles, das einerseits. Man hat natürlich also auch eine größere Freiheit. Ja, also Radio gehört immer früher daheim oder im Auto. Ja, mittlerweile hat man das üblicherweise in Form von Podcast auf dem Handy und hört es dann überall. Das ist also dem Medium selber hat es eigentlich einiges gebracht, also die Digitalisierung und insbesondere eben den Medienkonsumenten und den Hörern bei uns. Und wenn wir dran denken, also Radio klassisch ist ja lineares Medium und der Podcast ist ja ein nicht lineares Medium. Ist es was, oder was verändert das im Hörer, würden Sie sagen? Also, dass ich immer wählen kann, ich möchte jetzt gerade den Killer hier 10 Podcasts hören und früher musste ich halt um 18 Uhr einschalten, wenn um 18 Uhr jetzt der Sendeplatz gewesen wäre. Ja, das ist mehr Freiheit. Das ist mehr Freiheit für den Hörer. Ja, man kann da beim besten Willen nicht dagegen sein. Okay, ja, ist gut. Und würden Sie sagen, früher mehr Hörer als heute oder kennt man die Zahlen, wenn man Beiträge liefert? Also es gibt sicherlich Zahlen drüber, die einzelnen Rundfunkanstalten erfassen. Also ich kenne die nicht. Also ich kenne es nur von meinem persönlichen Verhalten. Ich höre sehr gerne Radio, also nicht nur, weil ich es mache, sondern ich höre es auch gerne. Ich finde es ein wunderbares Medium, weil da eben sehr viel Information transportiert wird. Nicht nur, was sage ich, sondern auch, wie sage ich etwas. Also ein Interview zu lesen in der Zeitung ist eigentlich Quatsch, weil das ist nie so gesagt worden, wie es da geschrieben steht. Im Radio hingegen, das ist original, das sind Zusatzinformationen dabei. Gut, und das bekommt durch den Podcast also eine ganz neue Qualität oder eine ganz neue Dimension. Und diese Zusatzinformation, war das was man früher auch schon bereitgestellt hatte, oder? Klar, also jemand sagt was, das lässt sich abdrucken, aber dann ist die Frage, wie sagt er etwas? Ja? Das sind Zusatzinformationen, also einfach die Hörinformationen. Das gab es schon immer beim Radio, aber jetzt lässt sich das überall konsumieren, überall lässt sich jetzt diese Information aufnehmen. Und das ist ja auch kein Zufall, dass irgendwelche Streaming-Dienste, und zwar auch Audio-Streaming-Dienste, dass das jetzt derzeit so massiv boomen. Woran ich auch dachte jetzt war gerade, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Podcast denke, da denke ich auch, okay, ich habe eine Webseite, da sind noch Links zur Sendung und sowas. Das ist ja was ich früher wahrscheinlich auch weniger hatte. Also hatte ich vielleicht Faxabruf zur Sendung oder sowas. Ist das viel mehr Aufwand? Ist es den Aufwand wert? Wird's aktiver konsumiert dadurch? Also es ist mehr Aufwand. Ja, also es gibt also Geschichten. Früher hat man so einen Witz gemacht, das Fotograf beim Radio. Ja, es ist kein Witz mehr, weil Radio wird selbstverständlich in Form von Audio ins Netz gestellt. Es werden Bilder
dazugestellt. Und das werden also auch die einschlägigen Internettechnologien angewandt mit Hyperlinks eben. Ja. Und das bringt also, das bringt jede Menge Zusatzinformationen. Ja, okay, cool. Jetzt ist es so, es gibt ja nicht nur positive Effekte, wir haben jetzt eigentlich sehr viel positive Effekte gehört von der digitalen Transformation, sondern es gibt ja auch immer die Stimmen, die negativen Stimmen aus verschiedenen Richtungen. Was würden Sie jetzt sagen, sind entweder für Sie persönlich oder auch aus, Sie haben ja viele Gespräche mit Menschen, Dinge, die Sie sagen würden, das sind die negativen Dinge der digitalen Transformation oder die wichtigsten negativen Aspekte? Vielleicht kann man das Beispiel von Gordon Bells My Life Bit zurückkommen. Also alles, was man gehört hat, was man gelesen hat, was man gesehen hat, gespeichert. Und das Ganze lässt sich dann wieder aufnehmen. Man kann nachverfolgen, was habe ich denn damals gelesen. Man könnte auch ein paar intelligente Algorithmen anwenden. Könnte es ja beispielsweise aufzeichnen mit einer Elektrode an der Kappe und dann weiß die Elektrode genau, an dem Punkt hier, da hat er was kapiert, weil da war dann in seinen Neuronen, war das ein richtiges Feuerwerk. Da lässt sich unheimlich viel Information rausgewinnen. Das gibt es heute. Das Problem ist nur, das nennt sich Facebook. Mhm. Das ist das große Problem. Das heißt also nicht ich bin derjenige, der über die Informationen verfügt und der die Algorithmen dann nach meinen Zwecken einsetzt, sondern das sind also diese beiden und noch mehr einschlägigen Internetkonzerne. Und sehr, sehr interessanter Punkt. In dem Zusammenhang Komplexität ist für mich da ein wichtiges Thema immer, weil es ist so, selbst wenn jetzt Google und Facebook zum Beispiel oder auch andere große Konzerne die Daten sammeln, technisch könnten die ja durchaus den Leuten die Informationen, machen sie ja auch, ich kann ja zum Beispiel bei Apple oder bei Google mir runterladen, hier sind so und so viel Megabyte meine Profildaten, aber ich selbst kann da nicht so viel mitmachen, weil was habe ich davon, da habe ich einfach so eine komplexe Information. Haben Sie da eine Idee, wie sich sowas vielleicht handhabbarer machen könnte in Zukunft? Also wie man sagen könnte, ich habe diese Algorithmen, die sind einfach komplex und ich sammle diese Daten. Und wie kann ich die Schnittstelle zu dem normalen Menschen wiederherstellen, der jetzt nicht der Technikexperte ist, sodass der dann ausdrücken kann, was er denn möchte, was mit seinen Daten geschieht? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also deswegen, also jede Antwort ist da gut. Na gut, also erstens ist es nochmal eine Frage der Bewusstseinsbildung. Ja, also man muss einfach bestimmte Sachen mal feststellen. Also es war früher ein Riesenskandal in PC-Zeiten, wenn ein Programm, so nannte man das, nach Hause telefoniert hat. Ja, das heißt, also es hat Daten an den Hersteller weitergegeben. Es war ein Riesenskandal, also nannte man dann immer nach IT, dieses Programm telefoniert nach Hause. Ja. Es gibt keine App heutzutage mehr, die nicht nach Hause telefoniert. Dessen muss man sich mal bewusst werden. Also das ist ein Lernprozess, eine Frage also der Medienkompetenz, in dem Fall der Internetkompetenz. Das müssen sich die Leute, die sich dafür interessieren, das müssen sie sich aneignen, um also auch die Größe dieses Problems zu erfassen. Und dann, also ich meine, da ist dann auch staatliches Handeln gefordert. Also es muss verboten werden, dass bestimmte Daten erhoben werden. Auf eine bestimmte Art und Weise. Also das sind wir ganz am Anfang. Gibt ja die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ja sicherlich ein großer Fortschritt war, aber die auch nur deshalb zustande kommen konnte, weil das auch eine wirtschaftliche Sache war, wo es gegen auf der einen Seite US-Konzerne, auf der anderen Seite europäische Unternehmen ging. Also da ist sehr viel staatlicherseits zu tun, das ist das Einzige, was ich mir da vorstellen kann. Ja. Datenschutzgrundverordnung, Sie haben es gerade angesprochen, auch wieder was
in Deutschland wieder sehr interessant eingeführt wurde, weil es dann in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wurde, oh Gott, jetzt kommen Abmahnwellen, weil die Webseite nicht das Impressum erfüllt oder sowas, was ja auch tatsächlich teilweise gelebt wurde. Ja. Und was aber nur ein Aspekt ist. Also es umfasst ja viel, viel mehr. Ja. Ja, also wobei das aber meines Erachtens sehr positiv aufgenommen wurde, gerade bei uns in Deutschland, die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ja. Es gab dann wieder so eine kurze Welle, wo dann insbesondere eben Unternehmen gejammert haben, die das Ganze nicht rechtzeitig umgesetzt haben, also ein paar Wochen bevor dem letzten Inkrafttreten. Obwohl es ein Jahr oder länger ja bekannt war. Da ging dann also das Klagen los, auch das Klagen von lobbygesteuerten Politikern, also über den Datenschutz. Ja. Also das scheint mir wirklich eine Angelegenheit zu sein, also wo sich die Zukunft des Rechtsstaats, der Demokratie und eben des Individuums entscheidet, also in dieser Datenschutzgeschichte. Ja. Und es wird weitergehen müssen. Ja. Und da vielleicht auch ganz interessant, dass es auch in Amerika sehr interessiert aufgenommen wurde, was da in Europa geschieht. Also wir wurden dann auch über die ACM kontaktiert, zum Beispiel da noch nähere Informationen zu geben, was denn da jetzt überhaupt geregelt wurde. Weil das war gerade ja zu der Zeit, wo auch diese Facebook-Anhörung mit Mark Zuckerberg da gerade war, wo dann so, okay, müssen wir irgendwie unsere Gesetze in Amerika vielleicht auch da irgendwie mal überdenken oder irgendwas schauen. Natürlich aber im Hinterkopf dieses grundsätzliche, total andere Verständnis von in Amerika ist erstmal alles frei und natürlich habe ich kein Persönlichkeitsrecht und gar nichts. Und in Deutschland eher, also und auch das Case Law natürlich, das heißt, wenn nichts geschehen ist, dann ist erstmal die komplette Freiheit da und in Deutschland der Umgekehrte, es gibt Regeln und dann folgt man diesen Regeln, was für den Schutz der Persönlichkeitsrechte natürlich aus meiner Sicht die einzig mögliche Lösung ist. Also, dass man eben den Raum regelt und dann sich in dem geregelten Raum bewegt und nicht, dass man sagt, man ist im Wilden Westen und kann dann machen, was man will. Und es ist bemerkenswert, dass es bei uns also auch weniger die Legislative war als die Judikative. Das waren alles Gerichtsurteile. Informationelle Selbstbestimmung ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist nichts, was der Gesetzgeber geschaffen hat, sondern also was die Gerichte des Bundesverfassungsgerichts in dem Fall geschaffen haben. Genauso ist es bei der Vorratsdatenspeicherung. Das sind alles Gerichtsurteile. Das heißt also, es gibt da bei uns massive politische Defizite meines Erachtens. Ja. Es gibt aber zum Glück viele Gerichte. Ja, okay. Dann machen wir vielleicht nochmal den Bogen zur Gesellschaft. Wie verändert die Digitalisierung die Gesellschaft? Oder verändert sie sie überhaupt? Also ist es so, wenn wir die... Also ich habe ja Windsurf, habe ich auch interviewt und der hat ja mit dem Bob Kahn zusammen die Internetprotokollfamilie entwickelt und damit ja einen wichtigen Beitrag zu dieser Digitalisierung gemacht. Wenn das nicht geschehen wäre, hätte es sich natürlich anders entwickelt. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Auswirkungen auf die Gesellschaft von dieser Digitalisierung? Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen. Also die Gefahr, die sich bei uns stellt, ist tatsächlich so eine Überwachung im wirtschaftlichen Sinne, also ein permanentes 24 Stunden überall Dasein des Marketing. Ja. Das ist es ja. In anderen Ländern besteht die Gefahr einer politischen Überwachung, also in China. Ja. Das, also was bei uns Google macht dort eben ein autoritärer Staat. Mit auch ganz anderen Interessen, ja. Ja. Also das heißt, weil China haben wir ja zum Beispiel die Sache, was die deutschen Krankenkassen vielleicht auch gerne hätten, so okay, ja, ich habe hier ein Score-System und ich weiß halt genau, was die Person gemacht hat oder kann sie auch bestrafen, wenn sie irgendwas gemacht hat. Was Google ja zum Glück nicht machen kann, weil Google kein Staat ist. Die nutzen es halt wahrscheinlich eher für Werbezwecke momentan noch oder für Weiterentwicklung ihrer Dienste als für die Überwachung, wo vielleicht eher die NSA dann angesiedelt wäre. Ja, ja. Wobei, also es ist trotzdem ein großes Problem, wenn Konzerne das machen ohne politischen Hintergrund, also ohne so repressiv sein zu wollen,
gar kein Interesse dran zu haben, also wie ein autoritärer Staat. Nehmen Sie so Sachen wie, habe ich heute gelesen, gibt US Schulen führen so einen Filter ein, um am Surfverhalten ihrer Schüler erkennen zu können, ob die suizidgefährdet sind. Ist eine gute Sache. Ja. Sie können an Handydaten können Sie feststellen, ob jemand depressiv ist. Ja. Das heißt, dass Sie keine Emotionen erfassen über die einschlägigen Daten, die, sagen wir mal, ein Android-Handy liefert. Ja. Okay, dann können Sie diese Emotionen aber ausnutzen. Dann können Sie in bestimmten Punkten dann also nochmal just diese Verkaufsimpulse beispielsweise senden, die jetzt eben gerade ziehen. Also das ist äußerst problematisch. Ja, was ja auch dann im Falle Facebook, Cambridge Analytica genau das war, was man dann angeklagt hat. Und in der Tat, also ich habe es jetzt gar nicht gesagt, um zu relativieren, dass es okay ist, wenn die es machen. Also tatsächlich ist es so, dass es mir persönlich lieber wäre, wenn der deutsche Staat meine Daten erhebt, als wenn Google die erhebt, weil der deutsche Staat deutlich mehr Regeln hat, um das zu machen, als jetzt Google es hat. Also da hätte ich mehr Vertrauen drin, dass die was für ihre Bürger machen, weil der Staat ja dem Bürger dient, während Google eher seinen Aktionären und den Werbetreibenden entsprechend dienen wird, vermutlich. Zumindest lässt sich also staatlicherseits dann überprüfen. Also wenn da das auch, Missbrauch da ist, lässt sich das eben mit der einschlägigen Gewaltenteilung, die wir bei uns haben, also überprüfen. Bei Google nicht. Also ich war noch in keinem Google-Rechenzentrum und ich bin auch überzeugt davon, dass ich da nie reinkommen werde. Die werden mich garantiert nicht reinlassen. Ja, also ich glaube, ins Rechenzentrum werden sie vielleicht schon reinlassen, aber da wird es nichts Interessantes geben. Also da wird man gar nichts sehen. Also was interessant wäre, wären eher die Algorithmen, die eben wieder laufen, die irgendwas machen. Dass man eben sieht, okay, welches sind die Daten und dann darüber hinausgehend, das ist auch gerade, warum wir jetzt in einer sehr interessanten Zeit sind, darüber hinausgehend, also Daten werden jetzt schon länger gesammelt, aber durch maschinelles Lernen, Artificial Intelligence, haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Daten automatisiert auszuwerten. Das heißt, dieser Schatz, der die ganze Zeit gesammelt wird, lässt sich jetzt gerade massiv auswerten und dadurch entsteht das Gefahrenpotenzial. Also, dass plötzlich diese Daten, die da waren, wo die Menschen zu langsam waren, was damit zu machen, dass die immer mehr nutzbar werden und nicht dann so Sachen, wie Sie gerade angesprochen haben, nämlich so Prädiktionen von meinem Verhalten, positiv, ob ich mich umbringen möchte oder nicht, aber vielleicht auch, okay, der Paul will jetzt vielleicht hier eventuell eine Cola kaufen, also mache ich jetzt mal hier irgendwie noch was dafür oder ein anderes Getränk. Da sehe ich das Potenzial oder die Sache, was jetzt gerade aktuell mit dieser digitalen Transformation geschieht. Ja, und eine andere Sache. Also es war jetzt die politische und die datenschutzrechtliche Geschichte. Es gibt aber noch ganz handfeste ökonomische Themen auch noch. Der Internethandel, zu was hat er geführt? Also es gibt jede Menge Zustelldienste. Das sind richtig stressige Jobs. Ja. Schlecht bezahlt. Und was noch hinzukommt, das sind potenziell künftig wegfallend. Also Paketzustellung per Drohne oder per Roboter oder per selbstfahrenden Auto sind ja gerade diese Bereiche, die da jetzt diese miesen Jobs zur Verfügung stellen, kurzzeitig aber nur, weil die werden künftig wegfallen. Okay, sehr, sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja. Ist in USA ein großes Problem? Also bei den USA sind das die Trucker, die LKW-Fahrer. Das ist ein Beruf, da muss man was können. Ja. Und das sind also diese Berufe, die so zwischen den Facharbeitsberufen angesiedelt sind und den Hilfsarbeiten, das sind so die Trucker. Und da gibt es sehr viele. In Kürze werden die Trucks Kolonne fahren mit nur einem LKW-Fahrer vorne dran. Und da gibt es sehr wenige, die sich darüber Gedanken machen, also was für soziale Probleme das bewirken wird. Naja, auch sehr, sehr relevanter Aspekt. Also gerade dieses diese Änderung, die ich auch in den letzten 20 Jahren dann sehe von der Computer war in der Ecke irgendwo und man hat den mal auch benutzt als Tool zu. Es ist was sehr Dominantes in unserem Leben geworden und es ist so integral in den ganzen Prozessen drin,
dass es dann eben zu einer grundlegenden Veränderung von der Gesellschaft führt. Also ja. Weil eben sehr wichtiger Punkt, wie Sie sagen, also wenn Arbeitsplätze wegfallen, das ist ja immer ein Startpunkt für soziale Unruhen. Und das ist was ich auch denke, was in den nächsten Jahren eine noch größere Herausforderung wird dann. So ähnlich, wie es ja auch dann bei der industriellen Revolution war mit, okay, jetzt haben wir plötzlich Maschinen, die irgendwas machen. Wenn wir dann Roboter haben, die irgendwas machen, dass die Arbeitsplätze zwar nicht wegfallen, aber dass die Arbeitsplätze anders werden. Also dass die Qualifikation der Leute dann von jetzt auf gleich eine andere ist, die notwendig ist. Und vielleicht auch tatsächlich weniger Arbeit dann da ist, was ja auch ein schon länger laufender Prozess ist, zu sagen, okay, vielleicht weniger Arbeitszeit von den Leuten und dann auch wieder auf was zurückgeht, was Sie auch vorhin ja gesagt haben, nämlich die Bildung. Also was bringt man den Leuten bei? Muss man ihnen noch mehr digitale Bildung beibringen, sodass sie noch mehr gerüstet sind für die Informationsgesellschaft, die digitale Gesellschaft, was eben aus meiner Sicht unumkehrbar immer mehr Teil unseres Alltags entsprechen wird? Ja, also klar ist da eine Fachausbildung, das sind dann in dem Fall eben Informatik, ja. Und die anderen Computerwissenschaften, die sind da sicherlich, müssen ausgebaut werden. Da ist sicherlich also eine Bildungsoffensive notwendig, aber eben auch, sind, wenn man das wirklich sozial verträglich im eigentlichen Wortsinne gestalten will, dann bedeutet das auch also eine massive Reduktion der Arbeitszeit. Mhm. Ja, und andere begleitende Maßnahmen sind da unbedingt notwendig. Ja, ja, sehr, sehr interessant. Also finde ich auch immer einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, auf den wir gekommen sind. Wenn wir jetzt mal von den Herausforderungen wieder gehen auf die Chancen, was würden Sie denn sagen, sind die größten positiven Aspekte für die Gesellschaft jetzt zum Beispiel von der Digitalisierung? Naja, es ist... Also es besteht einerseits die Möglichkeit, eben mit weniger Arbeiten gleichen Wohlstand oder einen größeren Wohlstand sogar noch zu haben. Und ja, ansonsten also ein gewaltiges Informationspotenzial. Mhm. Also Bill Gates, glaube ich, hat das aufgebracht mit Information at your fingertips. Mhm. Ja. Ich habe dieses kleine, so ein winziges Gerät hier, mittlerweile ist so ein Wegwerfartikel, man hat Zugang zu sämtlichen Informationen der Welt. Ja. Ja. Ganz praktische Sache, wie ist man früher halt so als Bildungsbürger im Urlaub, da hat man einen schlecht geschriebenen Reiseführer dabei gehabt. Und hat dann versucht, also nochmal was rauszubekommen über die Sehenswürdigkeit, vor der man sich gerade befindet. Naja, mittlerweile, selbst wenn eine schlechte Internetverbindung ist oder keine, hat man Wikipedia da und kann da alles nachschlagen, was man will. Also man hat wirklich überall sämtliche Informationen der Welt zur Verfügung. Das ist fantastisch. Ja, cool. Sehr schön. Abschließend, unser Motto ist ja Menschsein mit Algorithmen des Symposiums, Being Human with Algorithms. Was verbinden Sie selber mit dem Slogan? Was bedeutet es, Mensch zu sein mit Algorithmen heutzutage? Das ist eine Herausforderung. Also ich muss schauen, dass ich mit diesen Algorithmen mitkomme, dass ich derjenige bin, der die Algorithmen anwendet. Und nicht einer bin, auf den Algorithmen angewandt werden. Also das ist eine tägliche Herausforderung. Okay, sehr, sehr, sehr schönes Fazit. Vielen, vielen Dank fürs sehr schöne Interview. Ich denke, wir haben wieder einige sehr interessante Aspekte aufgeworfen, die hoffentlich die Leser und Zuschauer dann auch noch ein bisschen diskutieren werden auf der Webseite und werden auch zu Teilen der Themen, die wir angesprochen haben, auf unserem Symposium am 20. und 21. September in Heidelberg sicher zu sprechen kommen, wo Sie alle natürlich noch herzlich eingeladen sind. Und vielen, vielen Dank. Gerne.